Brennt! Ja, brenn! Brenn! Brenn endlich! Verbrenne, bitte! Warum verbrennt er nicht? Ich habe ein halbes Schwert. Jawohl! Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer Runde Endergame. Schon lange nicht mehr auf meinen Server gehabt. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Deswegen, ich habe mal die neuen Kits ausprobiert und versage elendig daran. Deswegen nehme ich lieber das Känguru-Kit wieder, weil ich ein paar Kills bekomme, weil es nicht so peinlich ist. Tut mir leid. So, wir starten jetzt mit dem, mit dem Känguru-Kit. Altbekanntes Spiel, altbekanntes Kit, altbekanntes Game, altbekannter Server Gomma. Den Link in der Beschreibung. Wenn ja, richtig geile Scheiße. So, wir looten gleich mal nichts. Ja gut, ein bisschen Gold. Was kann das Känguru? Es kann hüpfen wie ein Känguru. Und das ist, glaube ich, bei der Savanne hier, bei der Map, gar nicht mal so eine schlechte Wahl, glaube ich. Wir gehen erstmal nach oben und werden uns versuchen, dort Kisten zu gönnen. Ich hoffe mal, meine Tastatur ist nicht zu laut, denn ich spamme die ganze Zeit diese Scheiße. Warum komme ich da nicht hoch? Hallo, ich bin Känguru. Ich habe einen langen, dicken Schwanz. Meinen langen, dicken Schwanz schaffe ich es doch, Berge hochzuspringen. Erstmal Holz mitnehmen. Bevor wir es nicht mehr bekommen, Nummer 1, Nummer 2 braucht man, also zwei Holzbäume, Stämme, wie auch immer, braucht man, um sich ein Schwert zu machen, beziehungsweise eine Workbench und dann Sticks und dann kann man Schwert machen. Kiste? Da ist ein Verzauberungstisch, da habe ich, glaube ich, eine Kiste irgendwo gesehen, im Augenwinkel, oder war das eine falsche, ja, es war keine Kiste, okay. Also Endergames, altbekannt, mal wie alle... paar Sekunden, paar, ja gut, nicht Sekunden, aber alle 10, 20, 30 Sekunden, oh, da ist spawn hier die Kisten. Ja, was haben die umgestellt, dass die nicht mehr am Ende alles spawnen, beziehungsweise erst nach einer Zeit am Rand der Map erst spawnen die wunderbaren Kisten. So, wir können uns schon mal nichts bauen. Ich dachte gerade, wir wollen uns ein Dia-Gerät bauen, beziehungsweise ein Dia-Schwert. Wenn da noch Dias drin sind, dann würde es natürlich geil sein. Nein, Eisen, okay. Bauen wir jetzt erstmal ein Eisenschwert, bevor wir uns nicht verteidigen können. 1, 2, zack, zack, zack. Dann baut man das, 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 das und dann hat man ein Eisenschwert. Dann nimmt man das am besten auf die 2, das Eisenschwert. Dann nimmt man den Kompass. Bei Endergames hat man immer einen Kompass. Mit diesem Kompass kann man immer rumhüpfen und alle Leute töten. Dann geht man hier rein, sieht, dass da jemand drin ist und tötet den. Weißt du warum? Weil man es kann. So, hat man den getötet, dann geht man weiter. Das ist halt das Känguru-Kit, ist meiner Meinung nach das OP-ste Kit mit, was es so gibt. Natürlich Bomber und zwar das auch nicht schlecht. Aber Känguru bist du so unfassbar mobil, dass du einfach jeden töten kannst. Das ist einfach nur krass. Guck mal, wie ich den Kombos geben kann. Einfach hier, like a fucking Babbo. Er ist jetzt eh tot. Wenn er runterspringt, ist er tot. Also dann muss er sterben. Er läuft gerade irgendwie die Wand runter. Okay, er ist gestorben. Was war das, ein Lag? Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Gear. Schauen Sie, wie weit der Nest entfernt ist. Ja, ein bisschen. Deswegen erstmal Gear anziehen. Sehr schön. Sind wohl jetzt nur als Lederboy unterwegs. Besser wie nichts. Haben wir was zu essen? Nein. Das können wir gebrauchen. Feuerzeug auch. Sehr, sehr starken Feuerzeug. Wir können uns auf jeden Fall... Hier sind über Kisten gespawnt. Schon mal alle mitnehmen. Normalerweise müssten wir gleich geportet werden. Ich stoppe diese Kiste hier. Verschwindest du von mir. Haben wir die schon? Ja, natürlich. Natürlich werden wir geportet. So, da war doch irgendwo einer in der näheren Zukunft. In der näheren Entfernung. Wir sollten ihn auf jeden Fall... Ach, komm, wir töten einfach. Scheiß auf Gear craften. Wir gehen einfach töten. Ich glaube, das ist eine bessere Variante. Der hat ein Dia-Schwert, wenn er sich umdreht, sind wir tot. Wenn er uns von hinten sieht, sind wir tot. Wenn er uns sieht, sind wir tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Fuck, 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 fuck. Wir müssen weg. Der hat ein Dia-Schwert. Wir können ihn versuchen anzuzünden. Brenn! Ja, brenn! Brenn! Brenn endlich! Verbrenne, bitte! Warum verbrennt er nicht? Ich habe ein halbes Schwert. Jawohl! Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich sag gerade ein halbes Schwert. Essen, essen. Was zu essen? Da, essen, essen, essen. Oh, oh, halbes Leben, halbes Leben, halbes Leben. Aber gut verbrannt, der alte Boy. Ich habe mich fast selbst mit Falldamage getötet. Dia-Schwert. Dia-Schwert? Sehr schön. Das muss ich aufpassen. Wo ist der nächste? Wie weit entfernt? Oh, 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 der kommt. Der kommt immer näher. Ich muss mich verpissen. Muss erstmal hochregen. Deswegen bleibe ich stehen. Wenn man. Oh, 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 oh. Da kämpfen welche. Ist okay. Habe ich einen Bogen? Ja. Bogen ist gut. Was macht der da? Der packt. Der packt rum. Was macht der? Hä? Ah, das ist die Wand. Aber der packt rum. Richtig krass packt der rum. Alter Schwede, war es ein Leck oder so? Bei mir war gar nicht hier die Wand. Okay, hab's ja gar nicht gesehen. Entschuldigung. Aber wir rumgepackt. Das hat irgendwie Gear, was sie gebrauchen kann. Lava-Eimer auf jeden Fall. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das? Nur Lederscheiß will ich nicht. Redstone. Wofür Redstone? Ja, Wassereimer kann auch mitnehmen. So, wir rennen so langsam wieder hoch. Da kommt jemand auf mich zu. In einer sehr rasanten Geschwindigkeit. Wo ist der denn hier hin mit seiner rasanten Geschwindigkeit? Jetzt mal wieder hochsnacken. Wir können uns ein Dia-Schwert haben wir schon. Der ist 40 Blöcke da entfernt. Oh, natürlich wurde ich geportet. Ich bin am Arsch der Welt gelandet. Ist hier jemand in der Nähe? Ja, gleich hier irgendwo. Wir sollen uns erstmal was craften. Lars, crafte dir was. Guck dir mal deine ganzen Sachen hier an. Du hast so viel Zeug. Jetzt kommt jemand direkt auf uns zu. Er kommt direkt auf uns zu.
Er kommt direkt auf uns zu. Er kommt direkt auf uns zu. Er will uns töten. Er will uns töten. Wir haben ihn getötet. Feuer. Jawohl, Lars. Du bist der Beste. Anziehen wollte ich das. So, wo ist der Nächste? Der ist gut entfernt. So, das heißt erstmal craften. Aufpassen, dass wir nicht getauscht werden. Eine Hose wäre auch nicht schlecht. Ich habe so viel Scheiße im Inventar. Ist doch der Hammer. Eine Brust. So, jetzt können wir uns nichts mehr bauen. Brust ist schon mal gut. Und Schuhe sind auch nicht schlecht. Hatte der noch was Brauchbares? Der hatte schon genau das, was ich hergestellt habe. Warte, er schon, egal. So, erstmal jetzt entsorgen. Der ist sehr weit entfernt. Man hat immer so einen Stress und denkt immer, what the fuck, wo bleibt der Nächste? Okay, der ist wieder am Arsch der Welt. Sind wir die letzten beiden? Nein, okay. Er kam weg, 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 weg. 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 Weg, weg. Weg, das bitte auf die 2. Workbench behalte ich erstmal, das kann weg, den Rest verbrenne ich mal eben, damit die die Items nicht bekommen. Wenn das so funktioniert, dieser scheiß Rasen hier. Bitte verbrennen, da schön, schöne Items. Und, wir haben so viel Gold, wofür brauchen wir Gold? 2 Dias, die brauchen wir auch nicht, wir haben schon ein Dias-Schwert, erstmal was snacken. So, sehr schön, jetzt sind wir so leicht equipped, es fehlen noch bessere Schuhe, wir können uns Goldschuhe bauen. Übrigens ein Obsidian-Block, der gibt Geschwindigkeit. Jo, eine... Ja, ich muss echt wieder üben hier. Ich habe so lange nicht mehr gecraftet, weil ich einfach so lange nur Survival Games gespielt habe und kein Ender Games. Entschuldigung für diese Runde. Ich bin so schlecht. So, könnten dann... ich habe da was gehört. Warum hat da jemand geschlagen? War ich das? Okay, wurden getauscht. Dann ist es wieder am Arsch der Welt. Wir könnten eigentlich los, weißt du? Scheiß jetzt auf Sachen hercraften. Wir töten einfach. Ist viel geiler. Lava einmal bitte noch drin haben. Dankeschön. Haben sau viele Pfeile, das ist gut. Als Känguru kann man gut mit Pfeilen bzw. mit Pfeil und Bogen schießen. Kennt ihr ja, wenn ihr einen Känguru mal besucht bzw. ihr einen seht im Zoo, müsst ihr aufpassen, dass es euch nicht mit Pfeil und Bogen abschießt. Ist gefährlich, ne? Also da ist Känguru echt gefährlich. So 70 Blöcke entfernt. Ich hoffe, es ist kein Schwein oder so, weil es gibt so viele Kids, die ich gar nicht richtig kenne. Ich glaube, einige können sich in Schweine verwandeln, einige können, weiß ich nicht, koten auf der Straße. Keine Ahnung. Da ist jemand von hinten. Psst. Von hinten! Von hinten! Hallo, ich hab die von hinten! Natürlich scheiße, wenn man die von hinten tötet, ne? Lass du mal stehen, bitte? Du bist ja tot. What the fuck? Wie fällt denn der aus? Zu verarschen? Wie viel ausgehalten? Das gibt's doch gar nicht. So, Schuhe, die brauchen wir noch. Hat er denn verzaubertes? Oh, 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 oh! 200 Blöcke. Hat er denn verzaubertes Dia-Schwert? Nein. Weg, 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 weg! Hat der Dias gehabt? Nein, hat er auch keine gehabt. Wir können jetzt hier nur... Ah, bringt auch alles nichts, weißt du? Scheiß auf Verzaubern, scheiß auf den ganzen Rotz hier. Los. Los geht's hier. 196 Blöcke, one-on-one gegen diesen Boy. Bestimmt ist er ein Spion oder sowas in der Art. Spion muss ich auch mal testen. Als Spion kann man sich unsichtbar machen, wenn man sneakt. Sehr geile Kiste. Muss ich auch mal testen, auf jeden Fall. So. Der neue Bugatti, sage ich nur eins dazu. So, das ist ein Riesenschlucht. Ist er da drin in der Schlucht? Wenn ja, könnte ich ihn wegsnipern. Like a Legolas. Like a Legolas, ja. So, ein Block, um schneller zu werden, bitte. Danke schön. Hoffentlich ist er nicht komplett dir-equipped oder so ein Scheiß. So, der ist mehr in diese Richtung. Lass er doch. Lass er doch. Hallöchen, du bist auch ein Känguru, oder? Du hüpfst aber ganz schön hoch für ein Känguru. Du bist ja richtig hoch für ein Känguru. So, what? Warum kriegt er so viel... Warum kriegt er so viel Fall damit und stirbt dabei nicht? Hab ich was verpasst? Hä? Fliegt der? Was geht mir sein Leben ab? Der fliegt! Leckt der so? Was macht der? What the fuck? Ist das ein Hacker oder so? Leckt der so? Leckt die Server so? What? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. GG, ich habe keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall ist er durch die Gegend geflogen. Oder geleckt. Ich weiß nicht, ich war für 10 Kilometer in der Luft. Egal, das war's dann von der kleinen Runde. Ender Games, wenn euch gefallen hat, denkt dran zu bewerten, kommentieren, weiterzuleiten. Ich werde in der Zeit auch die anderen Kids mal mir anschauen. Aber da ich zurzeit richtig scheiße bin in Ender Game, kann ich nur mit Känguru-Kit gewinnen, weil ich richtig der Low Bob bin. Nein, ich werde ein bisschen üben. Spion-Kit, Chameleon, den ganzen Rotz mal testen. Und wenn ihr mehr von Ender Games sehen wollt, schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich freuen. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr dieses Video, wie gesagt, bewertet. Mit einem Däumchen nach oben, ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Haust rein, tschüssi, hui.